Ja, einen wunderschönen Hallo miteinander. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, denn wir haben uns hier versammelt, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Are you the one? Reality Stars in Love. Es geht drunter und drüber. Langsam wird's heiß zwischen den Reality Stars. Und deshalb, liebe Freunde, lassen wir keine Minute mehr verschwenden. Wir gehen direkt rein in das Psychopathenhaus. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, holt euch was Leckeres zu trinken. Checkt RTL Plus aus, liebe Freunde. Der Link ist unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr Are You The One, Love Island, Rare Island, da könnt ihr eigentlich alles streamen, worauf ihr Bock habt. Kostet nur einen 5er im Monat, also checkt's ab. HDGDL. Ab jetzt, bitte. Du bist eine Lachfigur für jeden. Du sagst zu Anna Wanderhure, was denkst du, wer du bist? Du erbärmliches Stück Scheiße. You disappeared. Geiler Vibe direkt wieder da, liebe Freunde. Feier ich. Direkt, es geht wieder los. Diese Vorschau hat ja schon wieder alles übertrumpft. Ich denke, dass die Ricarda mein Perfect Match ist, tatsächlich. Sind das da? Ja, Bruder, ich bin Wahrscheinlichkeit mit ihr, ne? In Dings, Bruder, muss ich gleich raus, ne? Wenn ich jetzt der Zweite bin, sag mal, er findet sein Match und ich bin auch das Match von der Frau, dann kriege ich ja keine Kohle. Ich befürchte tatsächlich, dass wir wieder bei No Match landen werden. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist. Oh Gott. Die Frage ist, sind die ein Match, ja oder nein? Ich würde mal ein lockeres Nein durchklingen lassen. Oh, ich bin einfach zu gut hierfür. Ich wusste es irgendwie. Einfach zu gut. Ja, natürlich glücklich, dass ich noch hier bleiben kann. Aber was soll ich sagen? Ne? Also mit so einer Frau rauszugehen, wäre natürlich eigentlich ein 6er Lotto wunderschön. Also mehr geht eigentlich nicht. Dann ist es halt so. Krass, der Bruder, ne? Der ist ein Rätsel. Für uns alle ist der ein Rätsel. Ich sag euch ehrlich. Jeder dich nimmt. Also alles für Musik. Wie auffällig der so auf diesen Po schaut. Dieser kleine, aufgepumpte Italiano-Italiener. Ich liebe es. Ja, Alter, heute Abend. Wir wünschen uns Musik. Oder sollen wir spielen, mit wem würdest du am ehesten in den Boom-Boom-Raum gehen? Heute Abend noch oder allgemein? Noch heute. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Wer würde am liebsten mit wem, warum und wie in den Boom-Boom-Raum? Schön. Ich würde mit dem Martin in den Boom-Boom-Boom gehen, weil er einfach eine geile Sau ist und ich glaube, der ist ein sehr aktiver Typ. Ein aktiver Spritzer. Mhm. Ja, schwierig. Schwierig. Diese Spiele bei denen sind eh immer ein bisschen schwierig, ne? Die sind eh immer so ein bisschen schwierig. Ich würde mir mal gerne zeigen lassen. Wir tun uns gut gerade, wir lernen uns kennen. Und mögen uns einfach. Meine Vorstellung wäre mit der Isabel. Und ich würde sehr gerne der umgedrehte 69 mit mich oben. Ich weiß eh nicht, was ich von dem halten soll, ne? Der war doch damals bei Temptation Island. Ich will euch das mal kurz zeigen. Hier, der war mit dieser Marlisa zusammen. Und die waren, das war schon ganz komisch, die beiden. Das war schon sehr, sehr komisch. Aber was ich von ihm so halten soll, ich weiß es nicht. Also stand jetzt auf jeden Fall mit dem Lukas, ein hotter Boy, so, ne? Abturn. Ich würde die Cecilia nehmen. Die Frau kann sich sehr, sehr gut bewegen. Würde ich mir vielleicht auch mal überlegen, mal Fabio Sunshine rausholen und vielleicht mich mal hier so ankämpfen. Meine Junge! Die kann mit mir dann machen, auch was die will, Bruder. Da bin ich überall dabei. Ah.
Ha, ihr wisst selber. Wir brauchen ja gar nicht drüber reden, ihr wisst selber. Die Jeremy ist zahm, wäre schön, wenn du meine Füße in den Mund dabei hättest. Und danke, meine Damen. Hallo, hallo? Are you the one? No way. Jetzt gerade aktuell bin ich einfach froh, dass die Stimmung wieder besser ist und da fingere ich mich lieber. Sorry, aber. Geil, man fühle ich. Stabil, perfetto. Ich würde heute am liebsten in den Boom-Boom-Raum gehen. Ich habe ein sehr laues Bauchgefühl. Wisst ihr noch, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass die Kollegin, die Linke hier, dass die so gesagt hat, er soll sich ändern, sag mal, sie denkt, er ist immer noch der Alte und so. Und er sagt jetzt bestimmt irgendjemand anderem, aber nicht sie. Oder er sagt sie und alles ist gut und sie ist glücklich. Mit der Ricarda! Weil ich habe dir heute so geile Dings eingeschmiert, so die Beine. Geile Arschlöcher. Ja. Ey, wer hat's gecallt? Aber wer hat gefragt? Hä? Was willst du jetzt da hinten? Der ist ja immer noch beleidigt, der Arme. Komm her, mein Dreh. Lass die Finger von mir. Ich will dich mit auf eine Reise. Auf eine Reise zu Eisenhorn. Du brauchst nicht mehr beleidigt sein. So ein Interesse gucke ich nicht. Wie? Lass mich zurück zu meiner Familie. Du weißt ganz genau, wo dein Platz ist, wenn du so frech bist. Ich will nicht schlagen, bitte. Aua. Idiot. So, nicht mit mir. Die Namensvorschläge letztes Mal, ne? Da waren ein paar gute dabei. Aber wir müssen mal so eine Abstimmung machen. Also, ich werde, glaube ich, unter diesem Video die drei besten Namen, die ich am besten fand für den Panda, die ihr bei der Insta-News drunter geschrieben habt. Und die drei besten dürft ihr dann auswählen. Welcher Kommentar am meisten Likes hat, so heißt der Panda am Ende. Also liked unten die Kommentare hoch. Okay? Nicht vergessen. Wir sind einfach nur Bros und Trinkpartner und werden wahrscheinlich, wenn wir hier rausgehen, auch noch saufen zusammen. Und sich da richtig wegflanken so und bis da rauskommt, dann wird es an die Decke geballert werden. Weißt du, ich mein... Oha. Und deswegen hatte ich da heute mal ehrlicherweise Lust drauf und habe das einfach ehrlich ausgesprochen. Komisch, weil er ja auch vor ein paar Tagen noch was von Franzi wollte. Ja, anscheinend ist es auf einmal nicht mehr so. Oh, hier ist so ein Rauch. Ja, also ich glaube, Franzi, die hat halt Gutes gesehen, wo nichts Gutes ist. I'm sorry, aber das ist nun mal so. Wenn Ricarda ihn mehr reizt als ich, dann finde ich das irgendwie verletzend. Schatz, was ist hier, Luis? Mir geht's gerade einfach nicht gut, alles gut. Ey, nicht, ey, der Schuh geht kaputt. Ja, ich bin nicht so schwer. Du weißt, warum, Ricarda, oder? Ich weiß warum und das ist auch scheiße. Ja, voll. Hä, unnötig, dass sie jetzt hingeht. Also, ja, sie hat ja an sich nichts damit zu tun, aber sie ist gerade die Gewinnerin von denen, ihren beiden, von dem Game, das sie beide gerade gespielt haben. Sie hat gewonnen und jetzt geht sie hin und reibt nochmal so unter die Nase, so provokativ, so. Ja, der will lieber mit mir als mit dir. Ja, ich weiß ja auch warum, aber Schatzi, ich will nur sagen, alles wird gut. Das behindert, ne? Bist du doof? Bist du doof? All around me of millions. Dass ich vielleicht ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder keine Ahnung. Aber anscheinend doch nicht. Wenn du dann so. Ja, ich dachte halt, dass ich irgendwie ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder so. Keine Ahnung. Aber anscheinend. Doch nicht. Ja, Bruder, guten Morgen. Wir sind bei Are You The One und nicht bei Wünsch dir was. Manche Leute leben auch in ihren Traumwelt, ne? Also mit Heiligenschein und so, dann halte ich auch dran, ja voll, ne? Du hast hier den Heiligenschein aktuell auf. Das ist was Besonderes. Okay, das finde ich gut. Scheiß drauf, ich möchte nicht darüber mehr reden. Okay. Scheiß drauf. Ihr hat halt diese Aussage gefallen mit dem Heiligenschein. Und dann hat sie halt gedacht, okay, vielleicht ist der Calvin doch nicht Calvin und den kann man kennenlernen und der will vielleicht was Ernstes.
Aber ja, ich glaube, jetzt hat sie selbst gemerkt, dass es doch nicht so ist. Glaub nicht immer alles, was man dir sagt. Sei nicht so blauäugig. Ich fühle einfach mit so. Ich fühle diese Person gerade. Ja, klar. Und deswegen, man hatte selbst sowas durch. So. Aber da hätte ich trotzdem... Bruder, weißt du, man hatte selber das durchgemacht. Lang. Damals, früher, andere Zeiten. Andere Zeiten, andere Sitten. Ja. Alle fühlen mit. Ach, so ein Bluff, Alter. Jetzt tut alle nicht so, als ob ich hier irgendwelchen Frauen irgendwie das Blau vom Himmel esse. Hoffentlich hat er das kurz dann auch selber gecheckt. Nee, hat er nicht. Nur wenn, dann hat er es sehr bewusst gemacht. Guck mal, was wäre cooler gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, ich hätte die Trans hier oben gerne weggenagelt oder was, damit sie sich noch mehr Hoffnung macht. Für was Ernstes habe ich hier gerade nichts in Aussicht. Hab ich zu der Franzi klipp und klar gesagt. Ich schwöre, soll mich der Blitz treffen. Es ist halt schade, dass es immer die trifft, die... Diese Leute, die immer sagen, wenn es nicht stimmt, soll mich der Blitz treffen. Hat nicht genau bei dieser Sendung einer gesagt, so meine Eltern sollen umfallen. Und dann war das halt wirklich auch sogar noch gelogen. War das nicht so? Oder war das jemand anderes? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber Junge, schwört doch nicht immer auf irgendwelche Sachen, ey. Seid ihr für Ottos Lern? Wussten so und am reinsten mit dem Herzen dabei sind. Nee, weißt du, ich habe mir das echt vorgenommen. Das reicht jetzt. Du bist ein typisch Fuckboy, Mann. Nein, doch. Aus, nein. Doch, aber das möchte ich gar nicht sagen, Alter. Ja, aber du bist so, du bist einfach nicht eigentlich. Ja, wir brauchen ein klärendes Gespräch. Mehr nicht. Das ist auch für mich jetzt abgehakt. Alles okay? Alles gut? Ja? Geht's dir gut? Ja. Sicher? Geht's dir gut? Ja. Warum lügt ihr bei sowas immer aber? Frauen auf dem Planeten hier? Warum müsst ihr dann lügen? Ist doch offensichtlich, dass es euch nicht gut geht. Warum sagt ihr dann ja? Sagt doch einfach, nee, nicht, aber lass mich in Ruhe, Mann. Ich hab keinen Bock, mit dir zu reden, oder? Nee, aber egal, jetzt hab grad keinen Bock. Oder, nee, verpiss dich. Warum sagt ihr ja? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Müsst ihr mir erklären. Kuschel, Muschel, Ruschel, Duschel. Hauptsache, am Ende des Tages ist der Ende des Tages. Ja, danke schön. Das sieht auf jeden Fall köstlich aus. Oh. Oder? Ja, was gut, und dir? Gut. War los gestern? Weißt du, ich fand so einen Spruch von dir halt nicht so cool. Und dann, ja, du halt mit der Kader da, ne? Ach so. Aber im Nachhinein alles okay. Ich glaube einfach, es war mir alles im Endeffekt viel zu viel. Ich habe da einfach viel zu viel reininterpretiert, jetzt im Nachhinein. Ich glaube, Kevin denkt halt manchmal nicht ganz nach, ne, was er so da sagt. Das so schnell, sowas, es hätte sowas Schönes daraus entstehen können. Aber... nein, ist es nicht. Es ist traurig. Einfach nur traurig. Das ist immer wieder das Gleiche bei Idle One. Keiner nimmt es da irgendwie ernst auf irgendeine Art und Weise. Und das finde ich unfair, vor allem den Mädels gegenüber, die zu naiv sind. Das finde ich denen unfair gegenüber. Kennt ihr Kinder, die so geheult haben? Die immer so, immer so krass eingeatmet, wenn man so richtig sauer war. Wunderschöne Lippen. Das Wichtigste ist, manchmal ist sie ein bisschen frech. Die Fee will ein Kind von mir. Ich versuche sie natürlich auch ein bisschen zu ärgern.
Meine Freunde, ich bin safe, sagen geile so. Nein, die stehen auf sowas wie dich nicht. Die stehen 100% auf sowas wie mich. Auf was stehen die denn? Die stehen auf große, gut aussehende Männer. Nein, du bist ein bisschen von meinen Freunden. Hundertprozentig. Nein, lass uns, neutral im Club gehen, ich schwör auf Mama. Das interessiert mich in Scheißdreck, dann mach das doch selber. Boah, wie kann man so Probleme haben? Jetzt mal ehrlich. Also, was jetzt hier gerade wieder in den Kopf vorgeht, keine Ahnung. Alle finden mich gut, bestimmt finden deine Freunde. Nein, Mann, nicht alle, aber deine Freundin. Safe ist deine vorbei. 100% ist. Ja, vorbei, Leute. Ja, meine Freunde können meinen Freund hübsch finden, wie sie wollen, das ist kein Problem. Aber ich will keinen Mann haben, denen es wichtig ist, dass meine Freunde sagen, boah, ist der sexy, ich will ihn auch haben. Bist du im falschen Film, Mann? Bist du im falschen Film? Ich kann sie schon verstehen. Du bist in Gedanken, ne? Bisschen an der Theke. Ich stell mir vor, es gäbe eine Reunion zwischen uns beiden. Was soll ich mir dann vorstellen? Das ist eine krasse Love Story werden. Glaubst du, du könntest dich in mich verlieben? Schon. Aber glaubst du... Bro, lüg die doch einfach nicht an, die armen Mann. Sieht die so aus, als könnte die das richtig interpretieren? Sieht die so aus? Ja oder ja? Nein. Könntest du dich auch in den anderes hier verlieben? Ja. Also bei ihm merkt man einfach ganz klar, er will einfach ein bisschen von allem und will sich auch nicht so festlegen. Guck mal, das Ding ist, ich könnte mir bei zwei vorstellen, ey, ich ziehe jetzt für dich um hier, ich lasse meine Familie weg und ja. Für zwei könntest du das dir vorstellen. Für? Willst du wissen, ne? Der fängt schon ganz falsch an, Alter. Es gibt nicht zwei Personen, für die du die... Also, das, du kannst nicht da und da sagen, für euch beide würde ich jetzt alles stehen lassen. Aber wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wer von euch beiden ist überhaupt die geilste. Welche hat den größten Po? Welche kann am besten reden? Welche macht mich am schnellsten geil? Also die ganzen Sachen, wo ich Wert drauf leg. Voll Idiot, Alter. Macht doch keinen Sinn, ey. Macht doch keinen Sinn. Na, für dich und für Celina sonst. Dieser Typ, der weiß einfach nicht, was er will. Dann streut er da mal ein bisschen Feuer, da mal ein bisschen Feuer, so. Ich spüre halt zu dir schon eine besondere Bindung, so. Ich will mich auf keine festlegen. Deswegen. Nein, das wäre zu einfach, sich einfach festzulegen auf eine. Ist halt schon mein Struggle, weil bei dir ist halt ein ganz, ganz anderes Thema. Wenn du willst. Ne? So, Celina, so hat er mir das vermittelt. Du musst dir gar keine Sorgen zu machen. Ich hab dir auch gesagt, ich will nur auf dich warten. Der Typ, der dribbelt so viel. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel dribbelt. Ich habe viel gesehen schon. Wirklich, ich habe schon viel gesehen, schon einiges gesehen. Noch niemanden, der so viel und so vor allem schlecht gedribbelt hat. Matching Night. Ey. Ey. Matching Night. Das Drama geht ja immer weiter, ne? Ja. Erzähl mal, wo stehen du und Maurice gerade? Ja, unser Drama, was soll ich sagen? Marisa! On-off-Ding so. Und morgen sieht es vielleicht wieder anders aus. Mhm. Ich weiß es selbst nicht, ich bin gespannt. Wie steht es denn um Maurice Eifersucht? Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Ich dachte schon, ich bin eifersüchtig, aber der ist noch ein paar Stufen höher. Anderes Level? Anderes Level. Okay. Also, wenn ich mich mal manchmal mit jemandem unterhalte, dann. Kriegt er schon die Flocken, oder? Ja, dann kriegt er schon eine Panik. Keine Ahnung. Mhm. Jetzt gerade favorisiere ich für Perfect Match noch jemand anderen. Ah, okay. Wen denn? Den Amadou. Amadou? Was gibt's da zu lachen? Der ist... Warum was lachst du, Maurice? Nee. Bist du eifersüchtig auf Amadou, nein. Maurice? Nein.
kleines bisschen? Ja, ein bisschen. Maurice und mir ist das eine Hassliebe. Das ist so eine Sache, das macht mich selber hier oben verrückt. Ne? Ist ja nicht so, dass ich mir das auch... Aber solche, also Entschuldigung, kennt ihr eine Beziehung, die so ist und richtig lange funktioniert, beziehungsweise habt ihr selber schon so eine geführt, die dann über mehrere Jahre ging? Weil solche Beziehungen funktionieren ja nicht, wo die sich jeden Tag ankacken. Das ist ja toxic as fuck. Also man tut sich ja nicht gut, oder bin ich blöd? Also sagt ihr es mir bitte. Aber das ist doch nicht normal. Also das ist doch nicht eine normale. Also ich würde denen jetzt nicht empfehlen, geht eine Beziehung ein. Stand jetzt. Micha, Martin, Martin, Micha, was ist da los? Ja, es ist ein absolutes Chaos. Ich weiß, seit Tag 1 quasi sind das meine zwei Favoriten, hat sich auch noch nichts dran geändert. Ja, es ist nicht einfach. Aber es hat niemand gesagt, dass es nicht einfach ist. Es ist kompliziert. Der Klassiker, ja. Micha hat ja gesagt, du bist eine Wanderung. Micha? Ich kann sie dahingegen noch nicht einschätzen, wo sie gerade so Stand der Dinge ist. Deswegen, ich hab's. Aber eine Wanderung ist ja eigentlich schon eine Einschätzung, also. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht gesagt hat, weil ich die Betten so oft wechsle, aber nicht meinen Partner. Nein, sie ist mal hier, mal da, jetzt die letzten Tage gewesen. Und deswegen, also doch nicht auf dem Bett. Ich konnte sie ja nie einschätzen, so richtig. Oh, die Arme. Die ist so süß naiv, die ist so, ich glaube, der meint halt, weil ich mal mein Bett gewechselt habe. Das könnte gut sein, dass er das deshalb meint. Junge, wach auf, hallo, wo sind wir denn? Wo sind wir denn, Aufwacher? Ich habe ja noch nicht mal gewechselt, sondern einfach nur das Bett und musste gucken, wo ich schlafe. Und denkt mir doch so, ja, der hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. So wie, ach, ich bin einfach... Zu gutmütig, ne? Naiv nennt man das. Also so eine Respektlosigkeit hier. Das ist einfach nicht fair. Komm, Mausi, hör auf zu weinen, machen wir gleich weiter, gell? Schon einfach aufhören zu weinen. Anna, findest du, dass Michael ein Spiel mit Selina spielt? Es ist natürlich witzig, wenn er mir sagt, wenn ich denn zurückkommen möchte, wieder zu ihm in sein Schlafzimmer, würde er Platz machen. Für Selina, was sagst du dazu? Ich will nur, dass man offen und ehrlich mit mir ist. Mehr möchte ich gar nicht. Ich bin mega enttäuscht. Ich war auf 180. Boah, die will an die Decke gehen, ne? Und er grinst einfach nur so frech. Er ist halt so ein typischer, ich bin der König von Are You The One und ich mach hier, was ich will. Und wird's aufgedeckt, mach ich so. Ich bin hier der König. Halt's Maul, Panda. Einfach die Fresse halt. Micha, was sagst du dazu? Ich schau mich um in der Villa. Ich hab mich zu keinem irgendwie... offen bekannt. Ja, vielleicht habe ich ja auch nicht immer mit offenen Karten gespielt. Gebe ich gerne zu. Anna, wen wählst du denn heute? Martin oder Micha? Ich wähle heute Pharrell. Weil Pharrell und ich, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und ja, okay. Okay, geil. Ich lasse es langsam angehen. Ne? Du lässt Keine es langsam Ahnung. Angehen. Mal gucken. Der Kuss mit Luca, war das, um Calvin deine offene Seite zu zeigen? Nee, das war einfach aus dem Affekt heraus. Also wir haben gefeiert und deswegen, warum mal nicht, ne? Wie? Ja, wann hat die sich mit Luca geküsst? Hä? Den Micha, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine doofe Wahl. Ich komme trotzdem. Ich kann mit Beleidigung absolut nicht umgehen. Das ist das Allerletzte für mich. Eigentlich hatten wir super tolle, oder wir haben super tolle Gespräche. Wir haben denselben Humor. Mit ihm konnte ich immer lachen. Aber die Aussage Wander ist für mich unter der Gürtellinie. Ja, was hast du denn gemeint mit deinem Wander dann? Da habe ich ja gerade schon gesagt. So, die ist überall und nirgendwo. Und deswegen kann ich sie dahingegen schlecht einschätzen, wie gesagt. Sie sagt zwar, da ist nirgendwo was, aber... hat mit jedem Spaß hier und... Ja, aber du tingelst doch auch von Frau zu Frau. Hat er doch gerade doch selber gesagt. Du widersprichst, es macht keinen Sinn, was aus deinem Maul kommt. Kein Sinn. Der sagt keiner Frau zu 100%, was er will. Also der macht immer da ein bisschen und hier ein bisschen und findet... Aber das ist auch eine Strategie, wie man an seinen
an seinen Fluss kommen kann. Mein Herz geht gerade unnormal, ne? Selina, hast du noch Bock drauf? Es ist scheiße, wie er hier mit der Anna redet. Ich find's mega beschissen, richtig scheiße. Respektlos. Ja, im ich Endeffekt... Ich habe gesagt, ich gehe zurück in das Schlafzimmer. Hätte er dich sofort... Und warum kann er mir das dann nicht sagen, wenn ich ihn frage? Wenn du unehrlich zu mir bist und mir dreckig ins Gesicht lügst. Kann sein, es gibt gleich nach diese Dings-Matching halt noch eine dicke Schlägerei, ne? Kann sein. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Liebe Freunde, also schaut sie euch an, Mann. Die platzt gleich. Die platzt komplett. Selina. Hast halt verkackt, was soll ich sagen? Wer will, der kommt in unser Schlafzimmer. Wer nicht, der nicht. Wer mich mag, der mag mich. Und wer nicht, der kann mich. Ganz ehrlich so, diese Schiene. Gut, dann lockt euch mal rein. Der Sympathist, Sympathinist. Von ihrer Seite, von meiner Seite könnte sein. Also ich denke nicht, dass wir ein Perfect Match ja, sind. Ja, von deiner Seite, von meiner ja. Seite schon. So, okay. Weißt du, kann ich ja auch der Meinung sein. Ja. Ricarda, ja. Ach, ist das herrlich hier immer. Hi. So, erzähl mir mal, Maurice und du, ist das jetzt ganz over? Ja. Safe? Ja, das ist ganz over jetzt. Also wir hatten jetzt noch mal ein paar Gespräche gehabt, aber ich glaube, es passt halt einfach nicht, weil das mit der... Weil er nicht wollte, oder? Weil wir beide nicht wollten, ne? Bleibt jetzt auch erstmal so. Maurice, ja. Du grinst so. Was sagst du dazu? Ist over and out, oder was? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist durch. Wen willst du denn? Ich würde den Max nehmen. Maurice! Selina. So, bist du angepisst? Etwas. Erzähl. Lass deinen Wut freien Lauf. Naja, allein dieser Spruch schon von Micha zu Anna. Anna, wenn du wiederkommst, dann ist die Selina Ciao Kakao, wortwörtlich. Ich habe ihn sogar darauf angesprochen, ob das denn stimmt. Er meinte, nein, jetzt höre ich es noch mal. Ich komme mir vor wie in einem Irrenhaus. Wer kann denn anständig reden? Wer kann denn einmal die scheiß Wahrheit sagen? Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich hören soll. Was hast du mich gefragt? Ob das stimmt? Ich habe dich das gestern gefragt. Du hast gesagt, nein, so hast du es nicht gesagt. Und angelogen. Boah, ich hasse das, angelogen zu werden. Ich kann damit gar nicht umgehen. Überhaupt nicht. Ich lass mich nicht für blöd verkaufen, Erin. Aber Körperkontakt hattest du mit Calvin? Ja. Ja? Da bist du auf Entzug. Ja, wir kuscheln gerne. Aha. Wir kuscheln sehr gerne, ja. Ah ja. Wie lange hältst du deinem Druck denn noch stand, Selina? Oh, ich kann es dir echt wirklich ganz schwer sagen. Ganz schwer? Langsam wird's echt kritisch. Wird kritisch? Ja. Calvin, das ist ein Wink mit einem Soundfall. Geil. Na gut, wen willst du heute, Selina? Fabio. Fabio. Oh, was eine Überraschung. Ja, Fabio. Einfach auf Meme-Basis den Italiener genommen wegen Meme. Calvin, Felix, kommt mal nach vorne. Felix, du hast ja schon einige Zungen ausprobiert, ne? Hast du ordentlich Gas gegeben? Ja, erste Date, ja. Ich würde schon sagen, ja. Wie war's? Schön. Okay. Ja. Calvin, ja? Wie fühlst du dich hier in der Ménage à trois? Gut. Also, weißt du, was das heißt? Nee. Aber wer weiß das denn schon? Ménage à trois. Welcher normale Bürger weiß denn, was das heißt, Alter? Sag mal bitte. Hier in dem Beziehungsdreieck. Ach so, ja. Ja, ist doch okay. So, Gina, jetzt hast du die Qual der Wahl. Zunge A oder Zunge B? Calvin oder Felix? Also, ich muss schon zugeben, dass Zunge B besser harmoniert hat. Aha. Deswegen entscheide ich mich für Zunge B. Felix. Das ist für mich auch schon so ein bisschen so, okay, ich kann... Dann gehen jetzt die Lichter an und wenn gar keins an... Nee. Wenn alle 10 Lichter angehen sollten, dann geht Calvin ohne Geld nach Hause. Aber denkt ihr wirklich, alle 10 Lichter gehen an? Denkt ihr das? Glaubt ihr das? Ich glaub's nicht. Das erste Licht, das schon an ist, ist für die beiden, die schon raus sind. Lukas geht und Luisa. Ein weiteres Licht an. Lulu. Geht eins an. 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 Ich glaube, wir kriegen heute einen Rekord. So die 5 oder so knacken heute mal. Da ist es.
Schon mal Glückwunsch. Zwei Lichter habt ihr. Geht noch ein weiteres Licht an. Kommt ihr den 195.000 Euro noch ein Stückchen näher? Es bleibt spannend. Oder bleibt es bei zwei Lichtern? Lichtern. Ach, das war's schon. Every time you turn around. Wie viele Lichter noch angehen, liebe Freunde, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und den weiteren Beef und die weiteren Klatsch und Tratsch und Matsch und Ratsch erfahren wir auch bei Folge 12. Die kommt in den nächsten Tagen online, also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr Bock habt. Und liebe Freunde, falls ihr Bock habt, die neue Location und das Umbauprojekt Office/Studio nachzuverfolgen, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Dort gibt es auch ein Highlight. Und ihr könnt auch immer aktiv in der Story sein, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Ew, ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.